Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Wir sind mittendrin in Rust auf dem deutschen Ritterplatz-Server. Und ja, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, einer der geilsten Rust-Server. Ihr könnt sogar RP machen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es bei uns darum, wie fange ich überhaupt an mit Strom? Wo kommt Strom her? Und ja, wie kann ich es machen? Dazu gesagt, zwei Sachen zeige ich euch einmal über die Herstellung. Einfach aus dem Grund, weil es auf dem Server leider nicht erlaubt ist. Die kleinste Möglichkeit, wo ihr Strom herbekommen könnt, müsst ihr natürlich selber laden, ist die kleine wiederaufladbare Batterie. Könnt ihr zum Beispiel mit einem solchen Generator laden, mit einem Solarpanel oder auch mit einer Windkraftanlage. Je nach Server gibt es auch solche Testgeneratoren, die laufen permanent. Das heißt, ihr braucht da nichts dazu. Auf gut Deutsch, sie laufen mit Magie. Hat aber, glaube ich, nicht jeder Server. Wir haben es auf dem Server auf jeden Fall auch. Ich möchte euch heute mal anhand des kleinen Generators, der großen Batterie, sowie der mittleren Batterie und dem Solarpanel zeigen. Funktion ist eigentlich bei fast allen dasselbe. Genau, wir haben uns hier so eine kleine Stage gebaut. Und zeigen das dann einmal. Wir fangen an mit der für uns jetzt aktuell kleinsten Geschichte. War dem Generator. So, stellen wir das mal hier hin. Das ist unser Generator. Dazu packen wir hier eine schöne Industriewandlampe dran. Und ja. Das wichtigste Tool, was ihr für Strom auf jeden Fall braucht, das selbsterklärende Kabelwerkzeug. Damit könnt ihr an die Eingänge und Ausgänge eurer Geräte gehen. Hier finden wir den Force Stop. Power Out und den Force Start. Das braucht ihr einfach dazu, wenn ihr über einen Schalter zum Beispiel dieses Gerät gesteuert haben wollt oder über eine Speicherzelle. Aber das ist jetzt zu komplex gedacht. Wir gehen davon aus, ihr habt genau die beiden Sachen und möchtet dann was machen. Wichtig ist, ihr braucht einfach einen Kraftstoff. Diesen füllen wir ein. Einmal öffnen. Den packt ihr da einmal rein. So, dann könnt ihr die ganze Magie einmal beginnen lassen. Und schon läuft das Gerät. Ihr seht, ihr habt ein Out von 75. Die Zahl gibt immer an, wie viel Strom halt das jeweilige Objekt produziert. Lampen, glaube ich, brauchen um die 1 bis 2 Strom. Und naja, darauf gehen wir in den folgenden Videos ein bisschen näher drauf ein. Ich denke mal, der eine oder andere hat bestimmt Lust auf die ganze Sache. Und es ist schöner, so kurze Videos zu haben, als diese langen Guides. Gut, fangen wir an. Rot ist unsere Stromkabel jetzt in dem Fall mal. So, das geht hier rüber. Dann habt ihr an der Lampe einen Power-In. Das ist immer dafür da, um den Strom halt natürlich reinzupacken, was logisch ist. So, machen wir einmal so. Zack. Und schon habt ihr es am Leuchten. Sobald ihr natürlich das Gerät ausschaltet, leuchtet es nicht mehr. Genau, dann zeige ich euch noch zusätzlich einmal was. Kleine Nebenbei-Geschichte. Wenn ihr zwei Industrieleuchten habt, habt ihr die Möglichkeit, ihr braucht nicht einen weiteren Generator, ihr habt das Pass-Through, quasi eine Durchschleusung von dem Strom, geht rüber, wieder ins Power-In und zack, habt ihr zwei Leuchten, die am Leuchten sind. Das wäre, ja, Variante 1. Ist natürlich sehr intensiv für die Spritkosten. Wie ihr seht, für die kurze Zeit haben wir schon viel Kraftstoff verloren, ne? Oder verbraucht, sage ich mal, verloren haben wir sie ja nicht. Genau. Das wäre Option 1. Das ist der Generator. Möglichkeit 2. Zeigen kann, dass die Sonne noch ausreicht. Wir haben 17:29. Schauen wir mal. Wir hatten die Platten so gestellt, nicht? Na, gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Strom rauskriegen. Diese gute Solarplatte. Gleiches Spiel. Durch Sonnenenergie entsteht Strom, bekanntermaßen ist ja jetzt kein Hexenwerk mal. Da bekommt ihr immer unterschiedlich raus. Hier kriegen wir aktuell 132 raus. Da oben, wenn ihr da auf dem Dach schaut oder auch auf dem, da stehen hier auf dem ersten Gebäude, wo ihr quasi zwei Reihen sieht, ist aber nur eine Reihe und ein einzelnes, stehen 10. Die produzieren ungefähr am Tag, wenn es wirklich gut läuft, an die 1200 bis 1500. Und wie gesagt, wir eine Platte ist, glaube ich, um die 100 maximal, was da rauskommt. Genau. Gleiches Spiel. Ihr geht
das Output. Schade ist bei denen, ihr könnt nicht durchschleusen. Das heißt, ihr müsst die, wenn wir das zusammenschalten, anderes Video. Zeige ich euch dann. Also machen wir extra Video für Solarenergie. Genau. Also quasi, ihr geht mit eurem Kabel wieder rüber, rein in das Power-In und könnt es ja hier wieder durchschleusen. Das ist auch eine Option. Wie gesagt, das würde ich aber immer kombinieren mit einer Batterie. Und das ist schon das Stichwort. Wir haben leider nur die mittlere als kleine jetzt in Anführungsstrichen, weil die kleine ja hier nicht verfügbar ist. Ihr nehmt einfach die mittlere Batterie, eure Stromquelle in dem Fall, und geht hier in das Power-In. Eine Batterie hat immer ein Power-In und ein Power-Out und was sie maximal rausgeben kann. Selbst wenn ihr hier mit 1000 reingeht, werdet ihr aus seiner Batterie immer nur das rauskriegen, was sie ausgibt. Und das ist maximal 50 bei der mittleren und 125 oder 100, je nach Server, was sie ausgibt. Wie ihr seht. Ja, okay. Jetzt ist kein Strom mehr da. Schade. Wir zeigen es mal anhand des Generators. Macht die Sache ein bisschen leicht. Macht die Sache ein bisschen leichter. Packen wir mal nochmal Kraftstoff rein. Sind wir nämlich abhängig. Das einmal Power Out. 75. So. Ihr geht mit 75 rein. Ihr seht, die Kapazität halt in dem Sinne steigt an. Kommen wir auf 120. Au. So, schließen ihn ab. 121 haben wir auf der Batterie. Und stecken das Kabelchen wieder rein. Und wie ihr seht, es leuchtet. Ja. Leuchtet jetzt so lange, bis eure Batterie leer ist. 120 habt ihr drauf, wie ihr seht. Das dauert natürlich, ne? Hier steht sogar für beide Batterien, also ein Strom braucht ihr für eine Batterie. Active Usage 2. 50 kann es maximal rausgeben. In dem Fall gibt es sogar. Ja, siehst du, das ist nämlich das, je nach Server. Normalerweise 50, aber jetzt hier auf dem Server von Deutscher Ritterplatz kommt die 25 mehr raus. Also das heißt 75. Genau. Das gleiche Spielchen können wir jetzt auch mit der letzten Batterie im Bunde machen. Das ist die große Batterie. Da stecken wir auch nochmal schnell ein Kabel dran, dass ein bisschen Strom drauf ist. Zack. Hier lösen wir das Kabel wieder. So, machen wir es nochmal einmal schön. Zack, zack. Wieder das gleiche Spiel. Hier habt ihr eine Kapazität von 24.000. Die großen sind eigentlich auch das Gebräuchliche, was man nutzt. Man kann natürlich auch mit den kleinen arbeiten, wenn man nicht viel Strom braucht. 100 gibt es normalerweise aus maximal, aber auf unserem Server, wie gesagt, 125. Darüber werden hier dann die Lampen befeuert. Genau, das ist die grundsätzliche Geschichte. Im Endeffekt ist der Grundsatzgedanke, entweder ihr nehmt eine Windkraftanlage zur Stromproduktion oder ihr nehmt ein Solarpanel oder halt einen kleinen Generator. Das sind die Möglichkeiten. Testgeneratoren, wenn euer Server es verfügbar hat, da bekommt ihr zwischen 300 und 375 Strom raus. Das ist je nach Server anders. Manche haben es auch noch mehr. Je nachdem, ne, ob ihr das halt auf eurem Server habt. Sonst grundsätzlich kleiner Generator, Solarpanel oder halt die Windkraftanlage. Genau. Bei uns ist die Windkraftanlage sowie die kleine Batterie gesperrt. Dadurch kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber ja, also im grundlegenden Fall könnt ihr so erstmal euren Strom produzieren und dann halt habt ihr die Möglichkeit mit einer Batterie, entweder der kleinen, der mittleren oder der großen, zu speichern, um es dann für euch zu nutzen. Ja? Solarpanels würde ich immer gucken, wie viel ich verbrauche. Wenn ich nur wenig Verbrauch habe, braucht ihr nicht gleich 10 Stück, reicht vielleicht 2, 3. Wenn ihr viel Verbrauch habt, wie bei uns jetzt bei den ganzen Gebäuden, wir haben 30, glaube ich. 30 Panels müssten wir haben ungefähr. Und drei große, vier große Batterien. Ja. Okay, so viel dazu. Um und bei. Ich würde sagen, mir hat es gefallen, euch das mal ein bisschen näher zu bringen und zu erklären. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob es leicht zu verstehen war. Ich gelobe natürlich Besserung. Und dann würde ich sagen, wir sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und ja, mal schauen, was wir da als nächstes machen. Ich denke mal, als nächstes werden wir uns nochmal die Solarpanels dann in Angriff nehmen. Das wäre vielleicht, glaube ich,
für alle mal ganz interessant, wie man die dann zusammenschaltet. Grundsätzlich könnt ihr das eigentlich dann für alles umsetzen, auch für die kleinen, für den kleinen Generator. In dem Fall, genau. Supi, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig ein Däumchen und einen Kommentar da. Wie gesagt, Link zu diesem tollen Server findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde nicht lang schnacken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.